So, was haben wir denn bisher alles geschafft? Wir haben hier so eine Treppe hochgegraben, die uns in bereits bekanntes Gebiet geführt hat. Nicht sonderlich spannend, aber mein Gott. Dann haben wir unseren Weg hier noch etwas erweitert in die Richtung hier, wo wir vorher nicht lang gegraben haben, sind auf Lava gestoßen und fangen jetzt an, hier weiter zu graben und den Boden durch Kies bzw. Dreck auszubessern. So, jetzt könnten wir theoretisch mal auf die Idee kommen, den Gang mit dem letzten Gang zu verbinden. Indem wir jetzt einfach abbiegen und dann einfach mal schauen, was unterwegs dann noch so liegt. Auf jeden Fall in der Nähe eine große Höhle. Also auf der Spitzhacke müssen wir wirklich mal aufpassen, dass die nicht kaputt geht. Upsala. So geht's dann natürlich schneller kaputt. Huch! Troll! Und da hatten wir schon Kies drüber gepackt. Ihr hattet das natürlich gesehen, nehme ich an, oder? Naja, zumindest zwei Diamanten, das reicht zwar noch nicht für eine Spitzhacke, aber immerhin. Da fällt schon wieder jede Menge Erfahrung raus. Natürlich wird auch die Erfahrung durch die Spitzhacke hier verdoppelt. Müssen wir das nicht zumachen, dann lassen wir es einfach mal offen, links und rechts. Wir machen nur noch den Boden, dass der ergänzt wird. Das auch nur noch 37 Mal, sofern wir keinen neuen Dreck finden. Aber das ist echt mal schön hier. Nur Cobblestone in der Wand, so hat man es noch gerne, wenn man Cobblestone braucht natürlich. Wenn wir jetzt wirklich erforschen wollten, hätten wir ja noch genügend andere Höhlen. Aber auch zum Diamant suchen, ich habe gesehen, was da war. Da ist gleich noch mehr. Noch 24 Mal. Müssen wir den Boden aufspitzen und Dreck reinpflanzen. Noch 15, das sind genau 3 Reihen. Nee, 5 rein. Natürlich, wenn man jetzt keinen Betrock dabei hat. Man muss auch sagen, diese Höhle hat einen soliden Untergrund. Nicht mal ein Creeper könnte ihn kaputt sprengen. Redstone haben wir dann schon wieder ordentlich was für uns gefunden. Auch wenn wir es nicht brauchen, aber es ist einfach auch eine sehr gute XP-Quelle. So,
und jetzt heißt es einfach nur noch das Inventar zu knallen. Stumpfsinnig gerade ausbuddeln. Wollte ich jetzt das Fleisch an die Wand hängen? Und da haben wir schon wieder Kies. Und damit hat sich das mit dem stumpfsinnig gerade ausbuddeln eigentlich schon wieder erledigt, denn jetzt müssen wir erstmal Kies schaufeln. Warum mache ich immer links und rechts so Löcher rein? Ganz einfach, weil ich mit der Geschwindigkeit dieser Spitzhacke noch nicht so 100% vertraut bin. Ja, das ist jetzt wirklich mal übertrieben viel Kies. So, 50, wow. Gerade gefreut habe, dass ich mir jetzt dieses Boden aufspitzen und Kies legen sparen kann. Nein, ich werfe den Kies nicht einfach auf den Boden und lasse ihn verschimmeln. Bei mir wird alles verwertet, sofern es nicht absolut anders möglich ist. Ihr solltet mich ja inzwischen kennen. Ist ja nicht so, dass wir nicht schon 600 Folgen zusammen gespielt haben. Plätzen. Was kriegen wir schon alles irgendwo hin? Habe ich halt erstmal so. Oh, und jetzt auch noch Dreck. Irgendwer hasst mich. Na gut, dann bleibt mir keine andere Wahl, als einfach mal ein bisschen noch den Rest in der Wand mir zu suchen. Ich meine, so schlimm fällt das hier ja nicht auf, neben dem ganzen anderen Kies. So. Wo kriege ich jetzt den Rest her? Hier ist nur Dreck. Ich hätte gern ein volles Inventar. Dann spitzen wir die Decke halt ein bisschen. So, halbes Deck haben wir. Hier muss ich aufpassen. Oh, ich wusste, dass sowas passiert. Na gut, der Kies, der bleibt jetzt wirklich mal liegen. Fertig! Ja, das ist einiges an Cobblestone. Das sollte für die nächste Zeit reichen. Mal kurz einen Schluck Wasser trinken. Wisst ihr, was das Schlimmste im Krankenhäusern ist? Ich habe absolutes Energy-Drink-Verbot. Sowieso eigentlich absolutes Zuckerverbot. Wisst ihr, ich bin absoluter Zucker-Junkie. Wenn ich unter Zucker gehe, dann ist Ende im Gelände. Dann schlafe ich 24, 48 Stunden durch. Aber ich habe ja meine Mutter schon angewiesen, mir ein kleines Fläschchen reinzuschmuggeln, dass ich ab und zu doch mal ein Schlückchen Energy-Drink trinken kann. Ich meine, Energy Drink ist seit Jahren Grundnahrungsmittel für mich. Das ist wie für andere der Alkohol. Das Rauchen. Wie heißt das andere Zeug da nochmal? Hier, Kokain, Drogen, etc. Genauso brauche ich meinen Energy Drink. Man kann mich doch nicht einfach trockenlegen. Was für Menschen sind das, die mir derart Schlimmes antun? Garstige Ärzte! Was? Was gucken sie so blöd? Noch nie jemanden Videos aufnehmen gesehen? Meine Fresse, sitzt da eine alte Oma und starrt mich doof an und schüttelt den Kopf. Was?
Meine Krankenhaus. Wisst ihr, es ist nie schön reinzukommen und man ist immer froh rauszukommen. Wow. Da steht aber was, der mich nicht mag. Den werden wir jetzt auf... Au, au! Das Problem ist jetzt, wir kommen einfach nicht die Treppe hoch. So. Oh, so viel Zeug und wir müssen es liegen lassen. Was haben wir eigentlich da drauf? Plündern 3. Sehr schön. So. Hallo, Kumpel. So, da sind wir dann wieder. So, jetzt ist die Frage, was machen wir? Wir könnten den Cobblestone schon mal braten. Ups. Ganz kurz. Gebratener Cobblestone. Hm, klingt lecker. Dann könnten wir... Ich habe mir überlegt, den Boden aus Sandstein zu machen. Nur den Boden. Fleisch haben wir auch genug fürs Erste. Auch das Eisen, daran müssen wir denken. Rein. Ist doch eigentlich auch egal, wir haben genug Kohle. Und sie wird eh gebraucht, früher oder später. Also das nennt sich doch mal eine gut gefüllte Schmiede. Ich habe schon überlegt, ob wir einfach noch mehr Öfen aufstellen. Theoretisch gar keine schlechte Idee, da nochmal 3 daneben zu packen. Ich meine, wenn wir Stein brauchen, dann brauchen wir Mengen davon. Schon keine Schmiede mehr, das ist eine Großbäckerei. Hm, so. Das Fleisch, haben wir dafür schon ein anderes Lager? Ja, dafür hatten wir ein Fleischlager. Das packen wir dann weg. Die Diamanten können erstmal hier rein. Und ich bräuchte jetzt wahrscheinlich noch 1, 2 gute Schaufeln, aber da haben wir auch erstmal Eisenschaufeln noch und Löcher für den Grund. Dann packen wir den Rest mal weg. Eisen haben wir. Ach, das Eisen muss ich ja hier lassen. So, wie gesagt, das Ganze kommt hier vorne hin. Dann haben wir auf der Seite auch mal wieder was gebaut. Das Ganze wird so ein bisschen die Form eines Tempels haben. Das hatten wir, glaube ich, vorher schon gesagt, dass das so ein bisschen daran erinnern soll. Ja. Da. Wird sehr viel Glas, Cobblestone, Sandstein enthalten. Deshalb auch in der Wüste, da können wir den Boden dann direkt abbauen und wieder hinsetzen. Ach Gott, da. Fleisch war hier. Nein, rüber. Nein, hier. Nein. Ja. Also Nahrung haben wir auf jeden Fall genügend für die nächsten Jahre. So, das wird erstmal weggehieft. Jetzt hole ich mir noch eine Eisenspitzhacke. Einfach, damit wir dieses Lager dort mal ein bisschen leerer kriegen. Muss ja nicht sein, dass wir das so derart überfüllt vollstopfen. Ah ja, stimmt. Das Ding war... Daran könnten wir doch... Nee, Reparatur kostet auch Erfahrung. Wie
sieht das aus? Ihr bräuchte eine Hose. Ist hier eine Hose dabei? Nein. Schade. So. Anderer Plan. Ich guck nochmal nach. Ich will verschiedene Optionen mir offen halten. Von daher muss man auch mal überlegen. Also ich hätte drei Plätze zur Auswahl. Das hier ist der erste. Das hier ist der zweite. Das hier wäre der dritte. Also hier das ganze Zerklüftete. Und wir gucken das jetzt einfach mal an. Wir laufen eine Runde.